Good morning in the morning, happy Sonntag, was geht ab? Ja, ich habe mal wieder hier einen fetten Oschi bekommen. Ich werde heute mit meinem Mann den Baum aufstellen und wir freuen uns total. Wir dachten, wir nehmen euch ein bisschen mit. Wenn ich es schaffe, werde ich noch in ein Gartencenter gehen plus eventuell die Leinwände aufbauen. Es könnte spannend werden in diesem Video. Aber als erstes koche ich schon mal eine Suppe. Wir haben 12 Uhr, ich habe bis um 11:30 geschlafen. Das ist mir in meinem ganzen Leben noch nie passiert. Nur nicht ein einziges Mal. Let's do it. Ich habe nämlich eine richtig coole gefunden beim Thermomix. Sie nennt sich Rindfleischsuppe, soweit ich weiß. Rindfleischnudelsuppe aus Rinderfond. So, die Suppe ist, also ich habe gerade erst das Fleisch reingemacht. Da ist noch der Knochen. Und nach dem Frühstück mache ich weiter. In der Zwischenzeit hat mein Mann dieses Frühstück vorbereitet. Da hinten kochen noch ein paar Eier. Und Leute, was ich gerade gucke, so für die Vorweihnachtszeit, voll cool. Das hier. Weihnachten werden Wohnträume wahr. Sehr, sehr cool. Also die erste Folge hat mir sehr gefallen. Ich habe mich fertig gemacht. Aber mein Körper sagt, don't. Wage es ja nicht, dich umzuziehen. Doch werde ich jetzt tun, denn wir gehen jetzt zum Baumarkt. Der Baumarkt, was ist denn los? Zum Gartencenter. Ich möchte gerne ein paar Sachen für draußen holen, für vor die Tür. Und ich habe auch schon ein paar Lichterketten und sowas, Outdoor-Lichterketten bestellt. Die kommen morgen an bei Amazon. Die waren dann nämlich ein bisschen günstiger als in so einem Gartencenter. Und ich habe auch noch Beleuchtung für die Palmen geholt. Das tue ich jetzt heute meinem Mann nicht an. Er muss jetzt am Sonntag nicht da draußen hängen und irgendwie Strom verlegen. Wenn man dann halt draußen im Whirlpool liegt oder hier drin sitzt oder so, wäre es schon ganz cool, wenn die Beleuchtung, wenn es halt schon so super früh dunkel wird, wenn die Beleuchtung so ein bisschen angeht. Also das kann man ja auch mit einer Zeitschaltuhr so ein bisschen regeln. Ja, was laber ich euch eigentlich zu? Ich ziehe mich jetzt um und dann geht es los. Mein Mann hat schon ein paar Sachen hier weggeräumt. Diese Leinwand und sowas hat er hier schon hingestellt, damit wir nachher den Weihnachtsbaum aufstellen können. Wechsle ich mein OOTD von dem, was ihr hier sehen könnt, zu into das hier. Mit denselben Socken. Wir sind zurück. Ich zeige euch gleich, was wir gekauft haben. Es ist nicht super viel geworden, weil wir, ich habe total vergessen, dass die um 4 Uhr schon zumachen. Und wir waren erst um 10 nach 3 ungefähr erst da. Mein Mann hat schon die komplette Weihnachtsdeko hochgebracht. Ich habe auch noch ein paar Kugeln gekauft, die ich noch gerne bemalen bzw. irgendwie umgestalten möchte. Weil die besonderen Kugeln nämlich irgendwie pro Stück 13 Euro oder sowas kosten. Deswegen habe ich einfach solche genommen. Und werde die dann selber mit Glitzer und sowas voll machen. Ich habe vergessen, die Suppe aufzunehmen, aber sie sah einfach aus wie eine Suppe. Ich habe sie nur auf Instagram gepostet. Aber Leute, sie war so, so, so lecker. Sie war wirklich sehr gut. Wer einen Thermomix hat, dem empfehle ich sie. Die hier, die Rindfleischnudelsuppe aus Rinderfond. In der Zeit, in der ich gekocht habe, hat mein Mann hier alles hochgebracht. Den Weihnachtsbaum und die ganzen Dekokugeln und so weiter. Und wir stellen das Ganze jetzt auf. Geh ruhig durch. Ich drehe mich in der Zeit. 1, 2, 3. Ja, wir stellen jetzt den Weihnachtsbaum auf. Oh, ich freue mich so. So, das ist der Baum. Der sieht wirklich so echt aus. Wir haben heute ein paar gesehen im Bauhaus. Ich habe sogar ein Foto davon gemacht. Einer war so klein und die haben schon 200 Euro gekostet oder 150 Euro oder so. Da war ich echt baff. Ich habe hier meinen von Balsam Hill. Den habe ich selbst gekauft. Also der Baum hat 200 Euro gekostet. Das ist dieser Silverado Slim heißt der. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit, weil der einfach sehr schön ist. Und dadurch, dass der halt so schmal ist, kann man den auch gut in eine Ecke stellen. Also gibt es auch breitere so. Würde wahrscheinlich auch ganz gut aussehen, aber ich hatte halt vorher immer nur so einen Platz, um den in der Ecke zu schieben. Und deswegen wollte ich so einen schmalen lang. Ich glaube, der ist 2 Meter oder 2 Meter 10 groß. Und unten drunter diesen Ratternkorb, den habe ich, glaube ich, bei Amazon bestellt. Es fokussiert gar nicht, aber es ist sehr schön. Sehr gut aus. Ich habe noch bei Amazon dieses Jute-Band gekauft. Ich werde das vielleicht um den Weihnachtsbaum drumherum wickeln
oder draußen damit dekorieren. Ich bin mir noch unsicher, aber der Baum sieht jetzt schon so schön aus. Ich habe einfach die Deko und die Kugeln vom letzten Jahr genommen. Ich hatte letztes Jahr auch noch so Schleifen gebunden. Ich habe dafür einfach ja, so Bänder genommen und die dann einfach mit Draht zusammengebunden. Und solche habe ich. Dann habe ich noch so Weihnachtssterne reingelegt. Und ich habe auch noch so Stoffschleifen gebastelt im letzten Jahr. Mein Mann hat die roten aufgehängt. Ich habe die weißen oder die beigen aufgehängt. Und gleich mache ich noch die Spitze dran. Und oh mein Gott, sieht super, super schön aus. So, das hier ist die Spitze, die wir gekauft haben. Die kommt jetzt hoch auf die Spitze. Wow, Tara. Ich mache jetzt gerade aus diesem Band Schleifen. Und ich zeige euch mal kurz, wie ich eine mache. Ich lege die einfach so in einem X übereinander. Also einmal so rumklappen. Und dann einmal so rum, dann das hier abschneiden. Und dann kann man das zusammenziehen und mit einem Draht zusammenbinden. Ich habe hier so grüne Drähte gekauft. Kriegt man auch im Bauhaus oder auch im Gartencenter. Ich habe jetzt noch versucht, so kleine zu machen, um die auch da reinzuhängen. Aber das sah irgendwie nicht aus. Das sah irgendwie nicht reingepasst. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, morgen so Holzaufhänger, so Holz, kleine Pferdchen oder keine Ahnung, Sterne oder sowas zu kaufen, um die noch da reinzuhängen, weil ich möchte halt, dass es zum Wohnzimmer passt, weil mein Wohnzimmer ist ja eher so bräunlich, mehr so holzig halt. So, ich habe jetzt ein bisschen was Süßes rausgeholt. Ich hatte letztens Grießbrei gemacht, war auch super lecker. Hier sind noch ein paar Trauben und jetzt schauen wir unsere Serie weiter. Moin, was geht ab? Ich drehe gerade Videos parallel, deswegen, falls ich gleich aussehe, gleich geschminkt bin oder so, wisst ihr Bescheid. Ich zeige euch jetzt den Weihnachtsbaum, den wir ja gestern gemeinsam gemacht haben, nochmal im Hellen. Der ist nämlich so schön. Ich habe hier gerade gevloggt und dachte mir so, you are beautiful. Allerdings möchte ich ja gerne noch Holzelemente da rein haben. Ich werde noch Holzaufhänger, also so Holzsterne und sowas alles holen, weil er einfach auch zum Rest des Wohnzimmers passen soll. Also es soll dieses Holz, was ich hier halt habe, soll nicht verloren gehen und deswegen werde ich das noch machen. Ich habe auch noch einen Hasen, wollte ich schon sagen. Ich habe auch noch ein Schaukelpferd bestellt, damit ich das da vorstellen kann, damit so ein kleines bisschen diese holzigere Atmosphäre hat. Ja, aber hier steht auf jeden Fall alles noch rum. So sieht der aus vom Nahen. Dann Happy News, Leute. Wir sind weitergekommen mit der Treppengeschichte mit dem Teppich. Und ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt hatte. Aber wir waren ja beim Kaminladen und danach waren wir noch in so einem Teppichladen. Und der hat uns praktisch ein paar Musterteppiche mitgebracht. Und der kommt heute um 15 Uhr vorbei, um das Ganze mal auszumessen. Und wir haben jetzt hier die drei Töne und ich lege die jetzt mal auf die Treppe, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Die Teppiche sind alle von Vorwerk. Die kann man alle perfekt waschen und einfach mit einem Reiniger sauber machen, mit einem Glasreiniger oder so sauber machen, wenn da was drauf fällt. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Ich weiß es nicht genau. Also es soll noch ein bisschen breiter sein und der kommt heute, um das auszumessen. Also ich denke mal, so 70 cm, das sind jetzt 60er, so 70 cm. Der hier ist mir zu grau, der ist mir zu braun. Das ist mir zu viel. I don't know. Hier läuft keiner mit Schuhen rum. Wir haben immer Socken oder Latschen an. Aber ja, ich weiß es trotzdem nicht. Ein kleines Wohnzimmer-Update. Ich habe so ein kleines Tablett fertig gemacht hier für den Tisch. Mit Deko-Sachen, die ich schon hatte vom letzten Jahr. Und ich glaube, der war sogar auf meinem Kranz. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, wie schön. Dann habe ich von da oben noch so diese Kunstschnee. Ich weiß, das ist Kunstäste. Ich weiß auch nicht, so glitzernde, runterhängen lassen. Ich wusste nicht genau, wohin und irgendwie passt das ganz gut. Ich dachte, das wäre zu viel, aber es sieht wirklich schön aus. Da habe ich noch diesen Baum behangen, alles nur mit so Beige-Tönen und habe dann eine von den Schleifen von gestern hier so dran gemacht. Mir ist da noch eine Kugel hingefallen, aber egal. Habe ich hier noch einen Weihnachtsmann hingestellt. So einem Schlitten habe ich den gesetzt. Und ich habe noch dieses Tablett hier ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen dekoriert. Allerdings fehlen mir da auch so ein paar Holzelemente noch. Das sind die ganzen Kerzen, die ich jetzt gleich wegschmeiße. Aber mir fehlen so ein bisschen, entweder fehlt mir der Kunstschnee oder Holzelement. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Die ganze Bude jetzt geputzt. Das ist überall sauber und clean. Ich habe immer komplett durchgesaugt auch. Und ich habe noch, diese Laterne habe ich mal von Freunden geschenken bekommen. So, jetzt sieht man die Farben richtig. Sieht sehr hübsch aus und deswegen dachte ich, stelle ich sie einfach hier in den Eingang. Und was ich auch unbedingt machen möchte, ist die Küche dekorieren. Jetzt mache ich gerade das Essen warm
Und wir haben 10 vor 3. Dann kann ich gleich anfangen zu schneiden. So, ich habe es uns schon mal ein bisschen gemütlich gemacht fürs Mittagessen. Ein bisschen überschätzt, was noch übrig geblieben ist. Ganz schöne Menge, da hätte ich auf jeden Fall noch jemand mit essen können. Ich bin gerade umgezogen, weil ich morgen dran bin mit der Verlosung. Die läuft auch noch auf Instagram, falls ihr noch nicht mitgemacht habt. Ich verlose all die Produkte, die hier unten stehen. Und zwar habe ich gestern einen Thermomix bestellt bei meiner Thermomix-Vertreterin. Und dann einen D-Bot, also einen Staubsaugerroboter, den ich auch habe. Und auch noch ein iPhone 11. Und da setze ich mich jetzt gleich hin. Mein Mann wird gleich ein paar Fotos von mir hier machen. Ich dachte erstmal, dass ich es hier vor dem Tisch mache. Ich habe auch schon alles weggeräumt und so. Aber hier sieht es irgendwie doch noch ein bisschen schöner aus. Das habe ich von Zara im letzten oder doch, ich glaube im letzten Jahr gekauft. Dieses hier. Und dann setze ich mich gleich dahin. Und wir machen die Fotos. So, dann machen wir uns mal den Schnitt. Hola, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich euch gestern nicht mehr mitgenommen habe. Mir fällt es nicht mehr ein. Auf jeden Fall, ich hatte ja euch noch gar nicht gezeigt. Ist das überhaupt richtig? Das ist richtiges Deutsch. Ich habe euch ja überhaupt noch gar nicht gezeigt, was wir denn alles gekauft haben, als wir im Gartencenter waren. Da haben wir nämlich ein paar Kleinigkeiten mitgenommen. Die zeige ich euch jetzt ganz schnell. Das sind nämlich nur ein paar Sachen. Wir haben hier einmal so einen Tannenzapfen. Ich habe den mitgenommen für... Ich glaube für Tischdeko, aber ich habe ihn jetzt noch nicht gebraucht. Ich glaube, ich werde einen Türkranz basteln, weil wir haben jetzt einen Aufhänger für die Tür. Das zeige ich euch auch gleich. Das ist nämlich ein kleiner Fail. Dann haben wir hier einmal zuckergebrannte Erdnüsse. Hat mein Mann sich mitgenommen, aber hat sie noch vergessen. Die sind noch ungeöffnet. Was er auch gekauft hat, ist, weil er sehr gerne Granatapfel mag, Granatapfel-Balsam-Essig. Kräftig dunkelrote Kombination aus Obstessig und dem herbfrischen Granatapfel-Aroma. Dann habe ich für 7,99 €, alter Schwede, das ist so teuer, so ein Gartencenter, ne? So ein paar Kleinigkeiten, wir waren bei 90 Euro oder 85 Euro. Auf jeden Fall diese kleinen Kugeln hier, die ich hätte eigentlich nicht kaufen sollen, weil ich super viele Kugeln immer noch habe, wollte ich hier in die Küche hängen, aber naja. Die sind sehr schön und ich werde sie jetzt nicht umtauschen oder so. Dann habe ich noch Zuckerstangen mitgenommen. Da wollte ich entweder so einen rot-weißen Türkranz machen oder so ein Rot mit Creme oder ja, die irgendwie in die Küche hängen. Was ist das? Ah! Die habe ich hier jetzt vergessen. Dann haben wir hier einmal nochmal einen Pilz. Die hat 8,99 € gekostet und den wollte ich in die Küche stellen in Kombination mit... zwei Pilzen und zwar einmal noch den und den. Also der ganz kleine 2,99 €, dann 4,99 € und dann 8,99 €, meine ich. Genau. Und die werde ich jetzt dann so hinstellen in die Küche und dann irgendwie dekorieren. Mal gucken, wo ich das mache. Aber ich fand die sehr schön mit diesem Samtkopf. Sieht doch voll süß aus, oder? Dann den Kombi mit Rot vielleicht da hinten, wo jetzt aber Silikon und so weiter steht. Und ich habe auch noch eine Weihnachtsmütze. Die habe ich gekauft, weil wir ja Sweet Monday bald haben. Für diejenigen, die letztes Jahr nicht auf meinem Kanal waren, ich habe immer montags im Dezember eine fette Verlosung mit richtig, richtig coolen Produkten von den krassesten Firmen. Und ich dachte mir, dass ich bei einem so eine Weihnachtsmütze tragen kann. Also diesen Türhaken habe ich eigentlich für außen gekauft, aber der passt nicht, weil diese Lücke ist zu klein für die Außentür. Deswegen habe ich das jetzt hier hingehängt und da kommt vielleicht noch ein Kranz hin. Leute, guck mal, was ich gefunden habe im Gartencenter. So schön, die Rehe. Die beiden haben sogar nur, was heißt nur, aber im Vergleich zu denen, die ich im Internet gefunden habe, haben die beiden, ich glaube, 70 Euro im Gartencenter gekauft. Und das sieht so schön aus. Ich habe mir noch die Lichter für außen bestellt. Das sind diese hier, diese, ich glaube, weiß ich nicht, wie viel, 2000 LEDs. 50 Meter war auch ein super Preis auf Amazon, hatte eine gute Bewertung, weil das Ganze auch auf so einer Rolle kommt. Das heißt, es ist sehr leicht, damit zu arbeiten. Und ich werde das jetzt nehmen und die Buchsbäume draußen umwickeln und hoffen, dass mein Mann nicht checkt, was ich mache, damit ich das schön heimlich machen kann und ihn überraschen kann. Guck mal, was ich geschafft habe. Ich habe es geschafft, heimlich zu dekorieren. Konnte gerade eine coole Überraschung machen, habe ihn dann rausgerufen und habe gesagt, Augen zu. Und habe dann die Lichterkette angemacht. Oh, super. Okay. So, das hier sind die Rehe am Eingang. Und das hier ist die Kette. So. Ist das nicht hübsch, Leute? Ist das nicht wunderschön? Ey, die Lichterkette kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ging so easy, weil die so aufgerollt war.
Und das stand auch in den Bewertungen die ganze Zeit, dass es super easy ist. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen weniger geworden leider draußen mit der Außendeko, so bei allen, wenn man so die Straße entlang fährt. Ja, schade. Früher irgendwie als Kind sind wir immer spazieren gegangen und haben uns die ganzen Häuser angeguckt. Aber dann sind wir immer durch die Allee gelaufen und haben uns die ganzen Häuser angeguckt, die so super beleuchtet waren. Das war immer sehr, sehr schön. Das hier, wie gesagt, ist die Lichterkette. Ich verlinke sie euch in die Infobox, falls ihr eine brauchen solltet. Ich habe noch die geholt. So Sterne, die wollte ich dann hier auf die Fensterbänke stellen. Und dann habe ich noch allerlei an Krimskrams geholt, den ich euch aber morgen im Hellen zeige. Oh, ich habe Lebkuchen mit Füllung geholt. Look what we have. Lebkuchen mit Füllung geholt, weil er mag die viel lieber damit. Willst du die jetzt oder nach dem Abendessen? Na. Oh, so schön. Hier leuchtet alles super schön. Ich muss nur noch irgendwie diese Batteriedinger verstecken. Aber cool. I like. Und jetzt gehe ich nach oben und schneide mein Video. What's up? Ich schneide gerade das Video, das, was ihr gerade seht. Und gucke, was fehlt und so weiter. Ich war ja im Baumarkt, Quatsch, im Gartencenter und habe ein paar Sachen gekauft, weil ich ja Kränze binden möchte. Eigentlich wollte ich das heute machen. Mal wieder habe ich es nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es ja später noch, obwohl ich draußen die Kränze binden will, weil das alles Natur, Naturalien, Gräser, Erde, was weiß ich alles ist. Und ich hier nicht im Wohnzimmer hocken möchte. Deswegen wollte ich eigentlich das draußen machen. Aber es wird so schnell dunkel. Das ist so nervig. Es wird einfach um 5 Uhr dunkel. Wer schafft denn bis 5 Uhr fertig zu arbeiten? Das geht doch gar nicht. Wir haben hier auf jeden Fall... Tada! Das hier ist für meinen Innenkranz, also für drin. Der, ja, wird an diesen Rohling festgemacht. Da brauche ich auch noch die Klammern, die wollte ich besorgen. Plus, ich habe hier noch das hier. Das wird aber für innen sein. Also das mit, wie nennt man die nochmal? Mistelzweige. Und dann habe ich hier noch so Tannengrün und sowas alles. Ich habe hier noch so ein Rohling. Und dann wollte ich eigentlich ein paar Kränze für drinnen und draußen machen. Wann ist jetzt eigentlich der erste Advent? Dieses Wochenende? Nee, das Wochenende darauf, ne? Genau, und das hier, und das fand ich auch sehr, sehr hübsch, weil... Einfach so diese kleinen Zapfen hängen da dran. Voll süß. Ja, das ist das Zeug für die Kränze. Das habe ich jetzt natürlich nicht mit reingenommen, weil das sonst überall drin rumfliegt. Denn, Ladies and Gentlemen, habe ich noch ein bisschen Weihnachtsdeko gekauft für den Weihnachtsbaum. Weil ich wollte hier holzig, davon rede ich ja die ganze Zeit gefühlt in dem Video. Und auch im letzten Video. Und deswegen habe ich ein paar holzige Sachen halt gekauft. Und zwar eine holzige Kerze. Ich habe erst an der Kasse gemerkt, dass diese Kerze einfach 10 Euro gekostet. Aber ich glaube, sie ist es wert, weil sie ist sehr schön. Guck mal bitte, die sieht aus wie ein Baumstamm. Als wäre da Rinde drum, aber das ist nur Kerze. Cool, oder? Okay. Ja. Dann habe ich einen Weihnachtsmann gekauft. Ich habe den gekauft für den Kranz. Ich wollte den auf den Kranz drauf machen. Der hat 10 Euro gekostet, aber guck mal bitte, wie hübsch der ist. Ich finde das so süß hier mit seinen Händen. Der hebt sich hier vorne so an diesem Seil fest. Richtig süß. Dann, ich habe nicht so viel... Holzanhänger gefunden zum, beziehungsweise ich habe fast gar nichts gefunden, was mit so Holzanhängern und so zu tun hat. Und ich bin echt irre geworden. Ich glaube, ich war 2 Stunden lang in diesem Gartencenter und war dann so, Junge, es gab doch jedes Jahr so kleine Sternchen und so weiter. Gab es nicht. Dann habe ich dieses Jahr, habe ich das hier gefunden. Davon habe ich 3 Stück mitgenommen. Die werde ich an den Baum hängen. Ich glaube, das wird ganz cool aussehen. Soll ich dranhängen? Wenn du Bock hast, guck mal, wie es aussieht. Aber Vorsicht, die sind richtig schwer, du musst sie richtig so tief reinhängen. Tief? Sieht das hässlich aus? Ja, schon, weil das. Die sind schwer. Du hast halt echt viele Kugeln. Ich glaube, du müsstest vielleicht mal ein paar abmachen. Du hast mein Herz gebrochen. Nein, nein, also damit du noch mehr andere Sachen da machen kannst. Aber sieht süßer aus. Doch, finde ich auch. Ei, das ist, was ich wollte. Da gehen wir gleich zusammen hin und dann hängen wir die zusammen auf. Davon habe ich 3 Stück mitgenommen, weil die so groß sind und das wäre dann zu viel für den Baum. Deswegen 3 Stück, die haben A2,99 gekostet. Dann habe ich noch so einen Tannenbaum. Wie schön, oder? Hübsch. Habe ich für die Küche mitgenommen zum Hinstellen. Für den Weihnachtsbaum habe ich noch Bambis mitgenommen. Und zwar solche mit Gesicht. Die haben gekostet 1,59. Davon habe ich 4 Stück mitgenommen. Ich hoffe, das wird nicht so ein Kitsch-Overload dann, aber ich glaube, das wird ganz süß. Wenn nicht, die sind so süß, die hänge ich dann irgendwo anders hin. Und dann habe ich noch die geholt, die sind so ein bisschen hellbraun. Die sind so süß, die haben gekostet 2,29 und davon habe ich auch 4 Stück mitgenommen. Die werde ich dranhängen. Dann habe ich noch, notfalls, falls es doch zu wenig Holz
technisch in meinem Baum abgeht, habe ich die Sterne hier mitgenommen. Dann werde ich selber hinten eine Schleife dran machen mit Heißklebepistole oder sowas und dann die noch an den Weihnachtsbaum hängen. Ja, voll schön, oder? Habe ich gedacht, tue ich auf den Adventskranz so drauf. Voll süß. Ich habe hier zwei Kränze, deswegen habe ich so Schnickschnack mitgenommen. Hier noch den Vogel. Diese Vögel sind ja ultra in. Jeder hat gefühlt diese Vögel in seinen Bäumen. Sind die ein bisschen spooky, ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen der echten Federn. Aber ja, das hat mich 2,29 gekostet. Dann habe ich noch Tannenzapfen, so kleine. Leute, früher habe ich die Leute ausgelacht, die Tannenzapfen gekauft haben. Ich bin einfach in den Wald gegangen und habe die gesammelt, ne? Genauso wie Tannengrün oder Ilex oder so. Alles habe ich im Wald einfach gesammelt. Und jetzt habe ich gar keine Zeit mehr für sowas. Plus, ich wohne auch nicht mehr in dem Wald, wo einfach jetzt irgendwo Tannenzapfen liegen. Weil da, wo ich wohne, ist auch viel Grün. Aber wir haben halt nicht so, ich weiß nicht, so Tanne und so ist ja nicht so viel. Aber in Gummersbach, da ist man da drüber gefallen. Also da habe ich jeden ausgelacht, der sowas gekauft hat. Einfach Geld für sowas ausgegeben. Moos. Wir haben alles gesammelt, Katja und ich. Das war so lustig immer. Das habe ich auch mitgenommen für den Weihnachts-Adventskranz. Ich dachte nämlich, das sieht ganz cool aus, so. So ein bisschen kitsch mit holzig und so ein bisschen, mal gucken. Für die Küche, weil ich ja so eine taubfarbene Küche habe, habe ich diese Kugeln mitgenommen. Ich glaube, die können sehr, sehr schön in der Küche aussehen. Mal gucken, wie ich sie dort dekoriere. Aber da habe ich noch nicht geschafft, weiterzumachen. 1,29 haben die pro Stück gekostet. Und last but not least noch die Lichterketten, die ich für meine Adventskränze brauche. Das sind batteriebetriebene Lichterketten. Und eine hat 3,99 gekostet und die andere 5,99. Das eine sind so Sterne. Und das andere ist ganz normal. Eine Sache habe ich vergessen. Das hier, das habe ich auch mitgenommen für den Innenkranz, also für den Türkranz. Es ist nie zu spät zum Dekorieren, Leute. Falls ihr es noch nicht getan habt dieses Jahr, do it. Das wird euch ganz viel Freude bereiten. Hier ist einmal das Herz. Voll schön. Ich hänge jetzt, glaube ich, hier noch eins hin. Es ist holzig geworden. Juhu. Tada. Da hängen jetzt die ganzen Kleinigkeiten, die ich noch besorgt habe. Maya findet diese Rehe nicht so schön. Sie sagt, es erinnert sie an Lord Voldemort. Ach. Aber dafür findet sie diese ganz hübsch. Ja, und mir ist es jetzt auch holzig genug und da brauche ich jetzt nicht noch mehr reinhängen. Ich finde diese Fläche hier ein bisschen leer. Guck, das waren so Stiele. Die habe ich dann einfach so reingeschoben. Zack. Schon besser. Da habe ich auch diese kleinen Sterne reingelegt. Wenn ich sie noch für die Kränze brauche, dann hole ich sie da wieder raus. Für mich geht es jetzt in den Baumarkt. Ich brauche nämlich eine Zeitschaltuhr, weil es ist ziemlich nervig draußen, die ganze Zeit die Lichterkette an- und auszumachen, an- und auszumachen. Vor allem nachts, wenn es so kalt ist, dann wieder rauszugehen und um 0 Uhr auszustecken und so. Und ich finde es eigentlich, glaube ich, auch ganz schön, wenn um morgens zwischen 6 und 8, das ist ja noch sehr dunkel, da nochmal die Lichterkette angeht. Mal gucken. Das werde ich kaufen, dann werde ich noch diese Klammern kaufen, um Weihnachtskränze selbst zu binden, damit ich das machen kann, wenn ich morgen Zeit habe. Das war das Video mit meiner Weihnachtsdeko. Am Montag kommt eins und zwar war ich im Outlet Center und habe sehr erfolgreich geshoppt, tatsächlich mit noch ein bisschen schlechtem Gewissen, wobei heute Morgen war es dann wieder okay. Aber ich habe sehr, sehr coole Sachen gefunden für mich, für meinen Bruder, mein Mann hat noch ein paar Sachen gefunden, die zeige ich euch alle am Montag und ja, dann sehen wir uns da wieder. Also abonnieren nicht vergessen und I love you. Danke fürs Zusehen.